Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Lands, der Eisfluch. Hier ist Sabine die Cat und wir reden jetzt mal mit Maron. Susan, Fulner, I've been looking for you everywhere. The Tarsus went berserk and started to destroy the protective dome. We won't be able to hold him for long. What did you find out from Bulden? We need to steal the Horn of Frost from my world, but I don't know how to do it. First, I've got no idea how to get there. Second, the Horn is very well protected. They have a surveillance system. I could get arrested, and that would mean a criminal record in my world. Calm down, Susan. I know who can help you. The Goblin Krikar and the Forest Fairy Flylina. She's tiny and very smart. He is a good hunter and tracker. Go see them and convince them to help you. They live in the Dark Woods. You remember how to get there, don't you? Through the Green Dolmen in your yard, right? Exactly. The Dolmen Activator is hidden at the bottom of the well in the village. But before that, look on the shelf in the locked cabinet in my hut. There you'll find gear you can use to climb down the well. Here is the key to the cabinet. Fulner, you stay with me. I'll need your strength. So, dann haben wir einen Schlüssel bekommen. Ich werde jetzt mal die Karte aufschlagen zum Schnellreisen. Wir begeben uns jetzt zu Marons Hütte. Hierher. Linke Seite zum Schreibtisch. Mit dem Schlüssel können wir das da oben aufsperren. Kletterausrüstung ist ein Seil mit Brett. So, damit begeben wir uns jetzt vor zu Numiena. Links zum Brunnen. Da können wir uns jetzt abseilen. So, da haben wir einen Stock. Den brauchen wir für den Bohrer. Und dann können wir da unten Löcher bohren. Und mit dem Hammer das Eis zerschlagen. Dann kriegen wir eine Schatulle. Die Schatulle schauen wir uns gleich genauer an. Da ist Gold drin auf jeden Fall mal. That's strange. A runestone should be in the casket. Mehran might have put an invisibility spell on it. I must try to break the spell. Das heißt, wir müssen jetzt damit zurück zu der Hütte. Und ein wenig zaubern. Einen Offenbarungszauber. Deckt Unsichtbares auf. Ja, den brauchen wir. Aufmachen. Wäre vielleicht von Vorteil. Gut, dann legen wir mal los, wie Harry Potter. Und schon haben wir die Rune. So, dann brauchen wir jetzt nicht mehr den Offenbarungszauber. Das heißt, wir gehen jetzt raus. Komplett raus. Und hier links her. So, und ab durchs Portal. So, bevor wir da hinten zu der Hand hingehen, suchen wir uns gleich mal die nächsten Sammelobjekte. Das ist hier mal der Pilz, und der sich zu einer Rose verwandelt. Und oben sitzt die Eule. So, dann gehen wir zu der Hand hierher. Don't worry, I'll help you right away. So, das war eine Falle. Auf jeden Fall nehmen wir uns das Schlüsselelement mit und die Armbrust.
So, dann schießen wir uns den Weg nach oben frei. So, da gehen wir auf jeden Fall nicht mehr hin. Jetzt gehen wir links hierher. Mit dem Dolch können wir die Spinnenweben zur Seite schieben. Dann kriegen wir Tannenzapfen. Oder was auch immer das ist. Sieht eher nach Föhrenzapfen aus. Gut, dann gehen wir nach vorne. So, hier mal links das nächste Eulein sitzen. Die nächste Eule, Nummer 5. Und das nächste Chamäleon-Objekt ist hier drüben eine Schlange oder Seil. So, dann haben wir hier eine Rune. Beim Altar haben wir einen Nagel. These stones resemble the charcoal crystal from the frozen mountains. This table must be for Antis offerings. Gut, nehmen wir uns das Nageleisen mit. Und wir haben den grünen Kristall, den legen wir in der Mitte her. Thank you, traveler. There are two paths beyond these round plates. Solve the riddles on each of the plates to gain access to each one. Take this gift. Es liegt ihm praktisch auf der Zunge. So, ein Schlüsselelement. Die Schlüsselelemente können wir jetzt bei dem Rätselwürfel einfügen. Drehe die Dreiecke, bis alle die richtigen Symbole anzeigen. Du hast den Hinweis bereits gesehen. Und zwar gehen wir jetzt nochmal dorthin. Das war im Eisgebirge, hierher. In die Schlucht und hier oben hin. Da ist der Hinweis. So, dann legen wir sich den da gleich mal so her. Und hier können wir die drehen. So, dann passt's auch. Gut, dann bekommen wir ein Fragment. So, hier, so soll das dann nochmal ausschauen. Ich habe mir das so gemerkt, hier oben ist das Eckige. Das sieht mehr runenmäßig aus und das wie kleine Schmetterlinge. So, dann gehen wir zurück zu dem Wald. Auf die rechte Seite. Betätige drei Knöpfe im inneren Kreis und stelle so das Symbol auf der hervorgehobenen Kachel nach. Also, das brauchen wir und mit denen hier sollen wir arbeiten. Das heißt, wir nehmen mal das hier. Das hier. Und das hier. Dann brauchen wir dieses Symbol. Nehmen wir das. Das mittlere. Und das links oben. Dann machen wir gleich weiter. Links oben. Links unten. Und rechts. Dann brauchen wir gleich rechts unten, links unten und die Mitte. Dann gehen wir einmal quer, also oben rechts, Mitte, links unten. Dann brauchen wir rechts unten, das mittlere und rechts oben. Jetzt brauchen wir rechts unten, Mitte und links oben. Und für das letzte brauchen wir links oben, Mitte und links unten. Dafür gibt es dann auch eine Errungenschaft, wenn man das... Very smart. You may pass. Danke für die Unterbrechung. Dafür gibt es auch eine Errungenschaft, wenn man das beim ersten Mal ohne Fehler schafft. Gut, dann gehen wir noch vor. Da oben sitzt eine Krähe, die können wir jetzt mit unseren Zapfen beschmeißen. Dann suchen wir uns die nächsten Chamäleon-Objekte. Da haben wir gleich mal die Fäustlinge hier oben. Und links unten bei den lila Blumen der Schmetterling. Dann nehmen wir den Stab hier unter die Lupe. Den können wir mit dem Dolch
zurechthacken. Dann können wir sich das Fass hier gleich mal anschauen. Mit dem Nageleisen können wir die Nägel rausziehen. Dann haben wir Nägel und rote Flaggen. Und dann können wir den Weg durch den Sumpf wagen. Das heißt, wir brauchen den langen Stock und die Fähnchen. Und dann können wir losgehen. Finde eine sichere Route in die Höhle. Nimm den langen Ast zur Hilfe. Also, mit dem Ast können wir herumstochern. Und wenn es sicher ist, kommt das rote Fähnchen. Das ist so in der Art wie Minecraft. Minesweeper. Entschuldigung, Minesweeper. Nicht Minecraft. Minesweeper. So, und wenn es nicht sicher ist, dann kommt das hier. Einmal durchgefallen. Aber es passiert zum Glück nichts. So, dann können wir zu der Brücke hierher gehen. Dann haben wir Bretter und einen weiteren Runenstern. Dann gehen wir nach vor. Nehmen wir uns mal die Bretter zur Hand. Nägel drauf. Und schön festhammern. Schon einmal eine provisorische Brücke. So, rüber da und ab in die Höhle. Have a seat. Get yourself warm. Good. Krika came in time. These marshes have never shown mercy to anybody. Thank you, Krikar. I'm Susan. You won't believe me, but I've been looking for you. For me? Who would need anything from a lonely goblin? You were recommended as an excellent hunter and tracker. I need to get into a secure place and steal a very important artifact. I can't believe there's a real job for him! Oh, recover a crease to everything! Just so long as he doesn't wither in this forsaken swamp. He'll need his belt with his hunting gear. Mm-hmm. Oh, where did he put it? Finding anything in this mess is a challenge. I can help you. Well... not a bad idea. She should help Krikar find his tools. They must be here somewhere. Der ist super, der weiß nicht mehr, wo sein eigenes Zeug hinlegt. Wir nehmen auf jeden Fall mal die Lanze. Und jetzt suchen wir die nächsten Sammelobjekte. Der Eiszapfen hier in der Mitte. Und auf der rechten Seite unter der Treppe das Chamäleonobjekt Nummer 21. Dann gehen wir links her zu den Fellen. Schieben wir zur Seite. Da ist eine kleine Schaufel. So, dann gehen wir zu dem Sarg hierher oder was immer das ist. Da haben wir Stäbe. Die Stäbe können wir jetzt bei der Treppe rechts einfügen. Und dann zum nächsten Wimmelbildspiel. So, da haben wir hier mal eine kleine Eidechse. Hier oben ein Topf. Den Topf füllen wir jetzt gleich mit Wasser. Damit können wir das Feuer hier löschen. Dann haben wir ein Schwert.
Hier haben wir einen Hebel. Den Hebel fügen wir gleich mal hier hinten an. Dann haben wir nämlich einen fertigen Hammer. Mit dem Hammer schlagen wir jetzt die Bürste hier raus. So, die brauchen wir gleich. So, jetzt schauen wir sich die hier nochmal an. Wir fügen jetzt links bei dem toten Pfahl hier nämlich den Holzbolzen ein. Und dann müssen wir die richtig drehen. Das heißt, oben haben wir die Welle. Das in der Mitte und ganz unten brauchen wir das linksäußere. Dann kriegen wir einen Schlüssel. Mit dem Schlüssel gehen wir zum Vogelkäfig her. Mit dem Schwert können wir das aufschneiden. Und dann kriegen wir die Eule. So, das fügen wir jetzt hier ein bei der Truhe. Dann haben wir auch den Werkzeuggürtel. Oh, thank you. Now Krikari is ready to go. What should he do? Hold on. I need one more person for the full-scale team. I heard you have a workmate. No lies. Fly Lina, a forest fairy. She's small and smart. She can fit into any hole. Then they must go to the fairy glade. It's over the left path from the ancient Ontis. Here, Krika has a hint for the riddle on the plate. So, dann haben wir eine Zeichnung bekommen. Dann gehen wir jetzt mal zurück. So, zu dem Loch her, wo der Rabe das fallen hat lassen. Da stochen wir jetzt ein bisschen drin rum. Dann haben wir ein Medaillon. So, dann gehen wir zurück. Auf der linken Seite hierher. So soll das Ganze dann ausschauen. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich baue es mal grob zusammen. Und dann werden wir das vorne hinten irgendwie hinkriegen. So, das. Der bleibt da mal vorne. Gut, dann haben wir mal den äußeren Kreis. So, der bleibt da hinten. Der hintere kommt da drüber. Der geht auch hier durch. Jetzt brauchen wir den. Der bleibt da vorne. Da bleibt der vorne. So passt's. The path is clear. Danke dir. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss.